So Leute, willkommen bei meinem nächsten Decktag. Wie ihr schon seht, wir haben No Legacy Dezember und wir haben Mittwoch und trotzdem kommt ein Decktag. Ja, wie in der Ankündigung schon gesagt, es werden diesen Monat sowohl Openings als auch Decktags kommen. Ich werde einfach alles rausprügeln, was ich noch so anhabe an alten, interessanten, aber nicht Legacy-relevanten Kram, Sachen, Gameplays, Decktags und so weiter und so fort. Deshalb wird hier auch mein Decktag zu meinem Mod-End-Deck passieren. Ja, wir gucken uns heute an BW Eldrazi in Texas. Fangen wir an mit Shalai, Voice of Plenty. Da werden schon viele abschalten. Bitte bleibt. Das Deck ist cool. Das Deck macht Spaß. Und das Deck ist, auch wenn es nie Meta ist, ziemlich gut, wenn der Spieler gut ist. Und ihr könnt mit dem Deck eine Menge lernen und unglaublich gut werden. Und deshalb schaltet nicht ab, wenn ich euch jetzt Shalai, Voice of Plenty zeige. Die hat eine Begründung, warum ich die da drin spiele und auch gut finde. Es ist eine 4-Mana legendäre Kreatur, Engel 3-4 fliegend. Und die sagt, ihr und Planeswalker, die ihr kontrolliert, und andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, haben Hexproof. Der Effekt mit dem +1/+1 Magen, den vergessen wir einfach mal. Der steht einfach nicht auf dieser Karte drauf, der ist nämlich irrelevant. Dann haben wir einen Thoughtnotzieher, beziehungsweise wir spielen drei Thoughtnotzieher. Der Eldrazi-Teil dieses Decks ist ziemlich groß. 4 Mana, 4-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, zeigt euer Gegner die Hand vor. Ihr nehmt eine Karte davon und exilt sie. Und wenn er das Spielfeld verlässt, dann darf ein Gegner eine Karte ziehen, beziehungsweise muss ein Gegner eine Karte ziehen. Ja, wie wir das abusen und wie wir den wirklich umarbeiten, wenn wir ihn nicht gerade als Aggro-Potenzial Turn 2 droppen, das gucken wir uns gleich mal an. Dann gehen wir weiter. Ich spiele ein Aven Mind Sensor. Ihr seht, die Liste ist nicht so basic, wie man denkt. Deswegen wollte ich es hier ganz gerne mal zeigen. Den Aven Mind Sensor und den Shalai Slot spielen ganz viele aktuell diesen Skyclave Apprentice, oder wie der heißt. Dieser komische Spirit. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir haben erstmal den Aven Mind Sensor. 3 Mana 2-1, Flash fliegend. Und euer Gegner kann sein Deck nicht mehr durchsuchen. Beziehungsweise er kann sein Deck durchsuchen. Er durchsucht halt nur die obersten 4 Karten seines Decks, statt sein gesamtes Deck. Sehr, sehr gute Karte. Einfach nur, um gegen diese ganzen Titan-Decks und ähnliches, weil er Kut Decks zu bestehen. Dann haben wir, weil ich ja eben von Removal gesprochen habe, die Wasteland Strangler. Mit den Wasteland Stranglern können wir Kreaturen -3/-3 geben, wenn wir den Karten in ihren Friedhof legen, den Gegnern. Meistens exilen wir die vorher mit Thoughtnotzieher. Zusätzlich ist es eine Devoid-Karte, das heißt, sie hat keine Farbe, auch wenn sie schwarz ist. Nachteil von dieser Karte ist natürlich, sie nimmt nur Kreaturen raus. Vorteil ist, wir können sie immer wieder benutzen. Ich mag die Karte nicht, die neue Skydriver Apprentice Karte. Ich kann aber sehen, warum man sie spielt und ich werde sie im Legacy auf jeden Fall spielen. Im Modern finde ich sie einfach nicht so gut. So, auch hier den Eldrazi-Anteil lege ich da mal runter. Dann, ihr kennt sie, ihr liebt sie, ihr wisst, dass ich sie liebe. Die Flickerwisp, 3 Mana 3-1 fliegend. Wenn sie ins Spielfeld kommt, könnt ihr ein anderes Nichtland permanentes, das ihr kontrolliert, aus dem Spiel rausnehmen. Und am Start des nächsten Endsteps kommt die Karte wieder rein. Ich liebe diese Karte für das, was man mit ihr machen kann. Die ganzen Tricks, die ganzen coolen Sachen, die man mit ihr anstellen kann. Und auch hier kann man eine Menge coolen Stuff in diesem Deck mit anstellen. Die Keykarte dieses Decks ist Eldrazi Displacer. 3 Mana 3-3, auch mit Devoid. Für 3 Mana exilt ihr eine Kreatur und sie kommt direkt wieder ins Spiel und zwar getappt. Damit könnt ihr nicht nur gegnerische Kreaturen, die Blocken aus dem Weg räumen, Token zerstören oder ähnliches. Nein, ihr könnt auch die Flickerwisp in eurem Endstep immer wieder flickern, um ihren Effekt zu haben und einfach Sachen rauszunehmen. Ihr könnt mit dem Wasteland Strangler immer und immer und immer wieder Kreaturen -3/-3 geben und ihr könnt mit dem Thoughtnotzieher dem Gegner in seiner Drawstep seine Hand wegnehmen. Beziehungsweise immer wieder auf seine Hand schauen und Landturn spielen. Weil in einem Drawstep flickert ihr ihn, er kommt getappt wieder rein und dann sind zwei Trigger, weil er hat das Spiel verlassen und er hat das Spiel wieder neu betreten. Binnen einem Effekt. Ihr stackt sie so rum, dass ihr erst Discard habt und dann Draw, weil dann muss er zuerst ziehen. Stack wird von oben nach unten abgeleitet. Und dann dürft ihr eine Karte sehen. Das bedeutet, euer Gegner zieht pro Runde 2 Karten und ihr dürft aber eine davon exilen. Das ist ein sehr, sehr fairer Deal für euch, nicht für euren Gegner. Super, super coole Interaktionen. Wir haben noch ein paar andere Karten, die mit dem Flickern super, super interagieren. Deshalb werde ich die dann nochmal erwähnen und werde den Displacer mal hier runterlegen, weil, wie gesagt, ist für mich die Keykarte des Decks. Die nächste Karte interagiert ebenfalls sehr, sehr gut mit ihm. Der bezaubernde Prinz. 2 Mana, 2/2. Wenn er ins Spiel kommt, könnt ihr Hellsicht 2 durchführen. Also ihr könnt in euer Deck reingucken, was ihr mit dem Deck normalerweise nicht könnt mit weißen Decks. Ihr könnt anderen 3 Leben bekriegen. Das heißt, ihr kriegt für 3 Mana 3 Leben. Jeder Burn-Spieler hasst es. Und ihr könnt ebenfalls eine Kreatur von euch ins Exil schicken und sie im Endstep wiederholen. Damit könnt ihr eure Karten wieder verteidigen, ähnlich wie bei einer Flickerwisp. Damit habt ihr aber 3 Flickerwisp, 2 bezaubernde Prinzen. Flickerwisp kann man aggressiv benutzen. Die Prinzen kann man versiv benutzen.
sehr, sehr, sehr cool. Auch hier absolute Flicker-Targets. Interessanterweise ist es zum Beispiel auch so, dass selbst Shalai von Eldrazi-Displacer profitiert, weil die Shalai beschützt den Eldrazi-Displacer. Und sollte der Gegner mit einem Terminate oder einem ähnlichen Fatal Push oder ähnliches diese Kreatur versuchen zu zerstören, könnt ihr 3 Mana bezahlen, ihr rausflickern, wieder reinflickern, dann kommt sie zwar getappt ins Spiel, aber es ist eine sehr andere Instanz, das heißt, eure andere Kreaturen bleiben safe. Super, super mächtig. So, die nächste Trickereikarte, die wir haben, Tide Hollow Sculler. Ein schwarzes, ein weißes 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, zeigt der Gegner seine Hand vor. Ihr exilt eine Karte davon. Wenn er das Spielfeld verlässt, bringt ihr die Karte zurück auf die Hand. So, wir haben jetzt in diesem Deck mehrere Aspekte, den zu abusen. Wir können auf der einen Seite mit dem Eldrazi Displacer auf seinen ETB ihn nochmal flickern. In dem Fall würde er erst rausgehen und dann reingehen. Das bedeutet, ihr könnt eine Karte vom Gegner komplett exilen und eine zweite Handkarte unter ihn legen und er würde sie einfach mitnehmen. Ihr könnt hiermit auch schon so einen kleinen Lock machen und könnt in der Draw Step immer wieder nachgucken, was der Gegner gezogen hat. Und vielleicht wollt ihr was anderes exilen. Ist ähnlich wie der Thoughtnotseer. Oder der mieseste Trick, meiner Meinung nach, den man machen kann, ist, wir haben hiermit eine Karte exiled, wir legen eine Karte aus seinem Exile, und zwar die Karte, die wir hiermit exiled haben, in seinen Friedhof, geben einer Kreatur -3/-3 und er bekommt seine Karte, sobald der Tide-Hollow-Sculler stirbt, nicht wieder, aus dem Grund heraus, dass keine Karte mehr von ihm exiled wurde. Das sind einfach unglaublich viele miese Trickereien und Spielereien. So, dann spielen wir Texas. Texas bedeutet, wir spielen Talia. 3 Stück, 2 Mana, 2-1 Erstschlag, nicht Kreaturen und Zauber kosten 1 Mana mehr, ist halt gegen diese ganzen komischen Sturmdecks oder eben diese ganzen Spellslinger-Decks ziemlich, ziemlich gut. So, ein weiterer Texas-Teil, den wir haben, ist Cat Jesus. Ja, jetzt hält er endlich. Cat Jesus, also Leonin Arbiter, sagt 2 Mana, 2-2. Spieler können ihre Deck nicht durchsuchen, es sei denn, sie bezahlen 2 Mana, um diesen Effekt zu ignorieren bis zum Ende des Zuges. Das ist halt, wenn man da richtig mit den Ländern, die wir noch haben, richtig agiert oder auf Fetch-Länder reagiert, kann das den Gegner richtig weit aus dem Spiel raushauen. Interessant ist es, wenn es dann der Elfenmeinzen da draußen ist, dann müssen die Gegner 2 Mana fürs Fetchen bezahlen, dürfen dann die obersten 4 durchsuchen. Das tut schon weh, gerade wenn sie dann nichts finden. Das ist so der Texas-Part des Decks. Auch aus dem Texas, wo ich super, super froh bin, dass es mittlerweile im Modern so etwas gibt. Giver of Runes ist eine Mother of Runes in anders. Und zwar 1 Mana 1-2 Core Cleric. Das ist halt wichtig. Wir haben halt nichts wirklich, was gehittet wird von einem Plague Engineer. Wir können auf Elemental oder auf Human kann er vielleicht meine Kreatur abräumen, das war's. Ansonsten sagt der Giver of Runes, für Tappen könnt eine andere Kreatur eurer Wahl Schutz vor Farblos oder einer Farbe eurer Wahl geben. Farblos ist halt super interessant gegen Eldrazi, Mirror oder ähnliches. Farbe ist natürlich wichtig gegen Removal. Auch hier ein Grund, warum ich die Shalai sehr gerne spiele, weil die beiden Kombinationen ergeben eine ziemlich, ziemlich harte, fast schon undurchbringbare Wall, gerade für so Decks wie Biggie, Rock oder Junt, die halt versuchen, unsere Kreaturen zu zerstören und für uns 2 für 1 zu traden. Das funktioniert halt nicht mehr so gut. Aber dazu reden wir gleich im Roundabout mehr. So, ich habe gesagt, wir spielen Texas-Style. Texas-Style heißt, wir spielen Aether Fiole-Style. Ja, ich weiß, da ist einer anders. Es tut mir leid, mir fehlt die 4. noch. Aether Fiole, 1 Mana Artefakt. Zu Beginn des Versorgungsmoments könnt ihr da eine Marke drauflegen, tappen. Ihr könnt eine Kreatur aus eurer Hand ins Spiel bringen, die genau die Anzahl an Marken hat, die die Karte hat. Wer hier auf dem Channel ist, wird diese Karte ganz, ganz oft sehen oder hat sie schon ganz, ganz oft gesehen, weil Death and Taxes ist im Legacy mein Main Deck und das Deck, wofür ich bekannt bin. Und dementsprechend, ich verlasse ungern das Haus ohne Aether Fiole. So, weitere Spells, die wir haben, sind wunderschöne Path to Exile. Ich habe mir einfach die billigsten Path to Exile gekauft, die ich gefunden habe. Ein weißes Mana, ihr exiliert eine Kreatur, der Beherrscher darf bzw. muss, oder? Ja, darf. Aber ihr müsst ihn darauf hinweisen, dass er darf. Sein Deckname Standardland durchsuchen, das getappt ins Spiel bringen. Auch hier, Leonin Arbiter hilft da ganz oft, dass der Gegner diesen Vorteil nicht genießen kann. Und damit nehmt ihr ihm auch noch das letzte Rest, was ihr ihm geben würdet. Dann kommen wir zur Länderbasis. Bei der Länderbasis haben wir sehr große Probleme, weil eigentlich spielen wir dreifarbig. Wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite weiße Zauber haben, weiße Zauber, schwarze Kreaturen. Schwarz haben wir sehr, sehr wenig, aber schwarz brauchen wir für Tide Hollow Sculler oder eben den Wasteland Strangler. Aber wir haben hier auch farblos und hier farblos, womit wir auf jeden Fall dreifarbig spielen müssen. Die beste Möglichkeit, das aktuell zu machen, ist Cave of Koilos. Dieses Land sagt halt, tappen für ein farbloses. Das können wir super benutzen für den Thoughtnotseer oder den Displacer.
oder tappen für ein weißes oder schwarzes. Wir kriegen dafür aber einen Damage. Das heißt, es ist praktisch ein triple-farbiges Land, wovon zwei der drei Farben Damage schießen. Es ist nicht so schön. Gerade gegen Burn hat mich das auch schon so manches Mal umgenutzt, aber was will man machen? Ebenfalls Schaden schießen kriegen wir durch ein relativ neues Land, was aber nur schwarz und weiß produziert, aber ebenfalls Schaden schießt. Silent Clearing, wie gesagt, tappen, ihr kriegt einen Schaden. Dafür kriegt ihr ein weißes oder schwarzes. Und ihr könnt es für einmal nach Tappen opfern, um eine Karte zu ziehen. Dieses Card Draw kann relevant sein, ist es meistens aber nicht. Aber es kann halt relevant sein, deswegen spielt man dieses Land halt mittlerweile über den Champling Vents. Ebenfalls schwarz-weiße Länder. Concealed Courtyard. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Concealed Courtyard, okay. So wird das ausgesprochen. Es kommt enttappt ins Spiel, wenn ihr zwei oder weniger Länder kontrolliert und macht eben ein weißes oder schwarzes, ein sogenanntes Fast Land. Wir brauchen halt die Mana und wir können uns die Leben meistens nicht erlauben, ein Schockland zu benutzen. Dementsprechend spielen wir halt diese Fast Mana. Viele Länder haben wir sowieso meistens nicht im Spiel. Interessanterweise kommt das Ding auch in Tapped Spiel, wenn man das als drittes Land praktisch spielt. So, jetzt haben wir eine Menge Schwarz-Weiß Länder gehabt. Jetzt gucken wir uns mal die Farblos Länder an, die wir besitzen. Wir besitzen das beste Farblos Land für Eldrazis. Nicht Eye of Ugin, das ist gebannt. Ich würde gerne Eye of Ugin spielen, aber ich darf nicht. Eldrazi-Tempel. Tappen für ein farbloses oder tappen für zwei farblose dürfen wir aber nur für Colorless Eldrazi-Spells benutzen. Schön ist, dass Eldrazi-Displacer Devoid ist, genau wie der Wasteland Strangler und der Thoughtnotseer. Damit können wir die für jeden unserer Eldrazi-Spells benutzen. Sehr, sehr gute Karte. Und zwei Mana zu bekommen ist immer, immer besser als ein Mana zu bekommen. So, dann kommen wir zu den altbekannten Texas-Ländern. Wir haben die Ghost Quarter. Ghost Quarter, tappen für ein farbloses oder tappen, opfern, zerstören Land. Und der Beherrscher darf sein Deck nach einem Standardland durchsuchen und das enttappt ins Spiel bringen. Auch hier Leonin Arbiter oder Elven Mind Sensor, sehr, sehr beliebte Karten dafür. Und gegen Tron und ähnliches ist es einfach ein Muss, Landzerstörung zu haben. Dann spiele ich noch zwei Ebenen, weil wir doch einen wesentlich höheren Weiß-Count haben als Schwarz-Count. Aber wir haben auch einen Schwarz-Count, also spiele ich einen Sumpf. Das sind die Länderbasis in meinem Main-Deck. Das ist das komplette Main-Deck. Gucken wir uns mal das Sideboard an. So, auch im Sideboard könnte man diesen Skydiver Apprentice oder wie der heißt spielen, tue ich auch nicht, weil ich einfach den Removal-Part aktuell noch nicht so als wichtig erachte, ist in meiner Meta, wenn ich den mal spiele, auch nicht so relevant. Relevant hingegen sind zwei Core Firewalker. 2-Mana-2-2, Schutz vor Rot. Und immer wenn ein Spieler einen roten Zauber spielt, kriegen wir ein Leben. Wir haben eine Menge Burn bei uns rumfliegen und eine Menge Rot-X. Und das ist einfach wichtig, dass so eine Karte gegen diese Karten existiert. Ebenfalls gerade für diese Matchups ziemlich gut Kunoro, Hound of Atreus. 3-Mana-3-3, Wachsamkeit, Menace, Lifelink. Also er gibt eine Menge. Und Kreaturen können aus dem Friedhof das Spielfeld nicht mehr betreten. Und Zauber können aus dem Friedhof nicht mehr gecastet werden. Also Uro, fick dich, Uro. Dann haben wir ein Heliod, Suncrown. Gute Karte, einfach weil wir für 3 Mana einen 5-5 unzerstörbaren Gott haben. Der sagt, solange Devotion 5 oder weniger ist, ist der keine Kreatur. Und immer wenn wir Leben kriegen, kann der eine +1 Marke auf eine Kreatur oder einen Charmen legen. Und für 2 Mana kriegt eine Kreatur Lifelink bis zum Ende des Zuges. Wir haben 4-4er im Deck. Mit ihm sogar ein 5-5er. Wenn wir damit Lifelink zuhauen und Leben wiederkriegen, ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Dann, weil Tron, weil Storm und ähnliches, dämpfende Sphären. 2-Mana-Artefakt. Falls ein Land 2 oder mehr Mana machen würde, macht es stattdessen ein farbloses. Und wenn ein Zauberspruch gespielt wird, kostet der zweite Zauberspruch 1 Mana mehr. Also für jeden Zauber, den ihr vorher gespielt habt, kriegt das Ding 1 Mana mehr. Beim ersten halt 0, dann 1, dann 2 und so weiter und so fort. Das ist im Endeffekt ein nachträglicher Talia-Effekt. Dann haben wir einen Fatal Push. 2 Mana zerstöre eine Kreatur, falls die umgewandelte Mana-Kosten von 2 oder weniger hat. Mit Rebellion könnt ihr eine Kreatur Mana-Kosten 4 oder weniger zerstören. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut, andere Thoughtnotseer zu zerstören oder dieses komische Questing-Beast. Das geht mir auch tierisch auf den Sack. Orts of Pontiff, einfach nur, weil ich ihn interessanter finde als den Plague Engineer. Im Normalfall sollte man hier einen Plague Engineer drin spielen, das weiß ich, das ist mir bewusst. Ich bin oldschool, es tut mir leid. Ich finde auch Thoughtseize ist eine gute Modern-Karte. Oder Lily. Das Snappy.
Egal, bleiben wir beim Thema. Orts of Pontiff, 3 Mana 1-1, wenn er ins Spielfeld kommt oder die gehauntete Kreatur das Spielfeld verlässt, kriegen entweder alle eure Kreaturen +1/+1 oder alle Gegnerkreaturen -1/-1. Das ist ziemlich gut, weil ihr euren Kreaturen einfach einen Boost geben könnt mit +1/+1 und er ist halt nicht auf Kreaturenbasen gelockt, weil das machen aktuell ganz, ganz viele und gehen auf ganz, ganz verschiedene Kreaturentypen, damit der Black Engineer nicht so hittet. Und diese Karte hat Horn, das bedeutet, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, könnt ihr sie stattdessen an eine Kreatur haunten. Damit wird dann halt eine Kreatur ausgewählt und wenn diese Kreatur stirbt, passiert der Effekt nochmal. Diese Karte hier ist aber dann im Exile. So, dann haben wir, weil auch da kommt immer mehr auf, diese ganzen Urza-Decks sind wieder da. Stony Silence, 2 Mana Enchantment und aktivierte Fähigkeiten von Artefakten könnt ihr nicht mehr aktivieren. Schaltet unsere Ätherfiole aus, aber das ist nicht so schlimm, wenn wir dafür das halbe Deck vom Gegner ausschalten. Genau dasselbe sage ich auch über die neueste Karte, über die ich mich hauptsächlich super hart gefreut habe, dass sie jetzt mittlerweile modern ist. Containment Priest, 2 Mana, 2-2 Flash. Wenn eine Nicht-Token-Kreatur ins Spielfeld kommen würde und sie nicht gecastet wird, exile sie stattdessen. Ja, ich weiß, der macht nichts gegen Uro. Aber was wir damit machen können, ist in einem kreaturenlästigen Matchup können wir die reinboarden, um mit dem Eldrazi-Displacer 3 Mana eine Kreatur vom Gegner zu flickern. Sie kommt wieder ins Spiel. Sie wurde nicht gecastet, sie wird exiled. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir überhaupt gegen bestimmte Matchups gewinnen können. Und es ist eine Sache, die mich super freut, dass der Containment Priest mittlerweile im Modern drin ist. Und allein deshalb musste ich ihn spielen und muss ihn halt im Sideboard haben. Und er ist auch tatsächlich ziemlich, ziemlich gut, auch wenn man das nicht glauben mag. So, kommen wir zum Round Talk. Beim Round Talk möchte ich als allererste und wichtigste für mich sagen, das ist für mich nicht mal ansatzweise mehr das, was ein Texas Deck im Modern mal war und im Legacy eben ist. Wir haben zwar noch die Ansätze mit Ätherfiole, Muttis und Talias, aber dieser ganze andere Kram, den man spielen kann mit Stoneforge etc., den man auch im Modern spielen könnte, der wird halt weniger gespielt, weil wir brauchen es nicht. Wir haben hier gerade in dieser Version ein bisschen mehr Fettis. Es gibt noch eine andere Version von dem Deck, wo es wirklich mehr um die Texas geht. Das ist dann das Hawk in Texas im Modern Style aufgebaut. Auch hier eben mit den guten Stormforge und den Hawks, wo eben dann einfach der Leonin Arbiter nicht passt. Wir haben ansonsten eben lustige Spielereien drin, wie Give of Runes Shalai, die einfach eine ziemlich hart zu brechende Combo sind. Wir haben Talia zum Stören, Ätherfiole für Free Mana und Free Spells, einfach nur damit wir das Mana für den Eldrazi Displacer haben können, weil dafür brauchen wir es hauptsächlich. Und wir haben halt eine Menge Flicker-Effekte mit einer Menge Strategie, die man reinnehmen kann. Es sind kleine Tricks wie, ich spiele einen Flicker Wisp, flicker den Wasteland Strangler, nehme die Karte, die ich mit dem Flicker Wisp rausgeflickert habe und lege sie in den Friedhof und sie bleibt einfach im Friedhof. Es sind unendlich viele Tricks und das Deck ist unsagbar schwierig, finde ich. Es selber mal zu spielen ist ziemlich einfach und so die Grundsachen zu lernen ist auch ziemlich einfach. Aber die Tiefe, die dieses Deck hat und die Lernkurve, die dieses Deck hat, ist immens. Ich würde persönlich so weit gehen und würde sagen, dass das hier wesentlich schwieriger ist als die meisten Legacy-Decks, die ich besitze. Ich glaube, das einzige Legacy-Deck, was von der Komplexität ähnlich rankommt, aber auch dort eben viel durch die Flicker-Geschichte, ist, glaube ich, tatsächlich Esper, weil wir können hier so viel machen. Wir können Landturn spielen, wir können Life-Gain, wir können dauerhaft Dinge weghalten wie Planeswalker, wir können haufenweise Kreaturen vernichten, wir können theoretisch Handkarten ohne Ende rausnehmen, wir können so, so vieles tun. Das Deck ist so unglaublich wertvoll. Und es macht so viel Spaß, dieses Deck zu spielen. Ich lerne immer noch was Neues, obwohl ich das Deck jetzt schon echt, echt lange auch besitze. Ich lerne trotzdem noch neue Dinge über dieses Deck. Großartig. Ich mag's. Ich spiele es nicht häufig. Ich habe es auch schon im Legacy-Tournaments gespielt. Auch genau in dieser Konstellation als Modern-Deck, wo es auch nicht so schlecht lief, weil ich einfach kein Legacy-Deck dazu erstellen möchte. Aber es macht unglaublich Spaß. Und wenn ihr mal die Chance habt, sowas zu spielen, dann spielt das mal. Schaut mal, ob das was für euch ist. Gebt es nicht auf, wenn ihr es beim ersten Mal nicht schafft. Ich habe ewig gebraucht, das Deck richtig zu lernen. Weil es sieht sehr, sehr einfach aus, aber wenn ihr mal im Spiel seid, ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, jeden einzelnen Kniff zu kennen, den das Deck hat. Einfach nur, weil ihr ansonsten Punkte verschenkt und dieses Deck kann sich nicht leisten, Matchup-Punkte zu verschenken. Wenn ihr einen 50-50 Matchup habt und euer Wissen das auf 60-40 hochdrücken kann, dann ist das schon ziemlich, ziemlich gut im Modern. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Adventszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.